Der ICE 4. Er wurde ursprünglich als Intercity-Ersatz unter dem Namen ICX bestellt. Er wird in den nächsten Jahren die älteren Fahrzeuge ICE 1 und ICE 2 ablösen. Seine Höchstgeschwindigkeit beträgt 250 km/h. Angetrieben wird er durch sogenannte Powercars. Diese vereinen alle Antriebskomponenten innerhalb eines Wagens. Vom ICE 4 gibt es unterschiedliche Varianten mit einer verschiedenen Anzahl von Wagen sowie einer unterschiedlichen Höchstgeschwindigkeit. Der ICE 4 soll 25% energieeffizienter als der ICE 1 sein. Im November 2018 wurde die Zulassung für den ETCS-Betrieb in Deutschland bekannt gegeben. ETCS ist bisher auf der VDE 8 eingebaut. Derzeit gibt es über 135 ICE 4-Züge. Die Bahn will in Zukunft bis zu 300 Züge einsetzen.